Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Wie unschwer aus dem Intro zu erkennen, geht es auch heute wieder um eine nächste Lesung in dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. So langsam kommen wir bei diesem Buch zum Ende hin, denn es hat in total 163 Seiten und wir fangen heute an auf 127 zu lesen. Seite 127 ist eine Seite, die habe ich mir schon lange, lange, lange in dem Buch angestrichen, weil auf dieser Seite, und das ist gleich zu Anfang, das werden wir sehen, kommt ein sehr wichtiges Zitat, ein absoluter Beweis, dass Adolf Hitler im Auftrag der römisch-katholischen Kirche seine Verbrechen gegen die Menschheit begangen hat. Adolf Hitler war ein Mann Gottes, aber nicht des Gottes der Bibel, sondern ein Mann des Gottes des römischen Katholizismus. Ja, Jörg, du kannst viel sagen, ich weiß es, aber ich werde es jetzt gleich untermauern. Und zwar mit dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris von 1975 auf Deutsch. Und wir werden gleich lesen, weshalb ich das behaupte. Abgesehen davon, dass es natürlich schon viele Beweise vorher und nachher gegeben hat. Und auf einigen Kommentaren werde ich da in der Zukunft wohl auch noch drauf eingehen. Kann ich euch so aber versichern, dass Adolf Hitler ein Katholik war. Und Katholiken sind keine Christen. Kapitel 5 unter dem letzten Abschnitt 5, der Teufelskreis in dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten, heißt die Gestapo, also die geheime Staatspolizei, und die Gesellschaft Jesu. Und da fangen wir an zu lesen, ganz oben auf Seite 127. Blieb Antichrist Papst Pius XI. Und Pius XII. Wohlwollen und Freundlichkeit gegenüber dem Führer, den sie an die Macht gebracht hatten, nie aus? So müssen wir zugeben, dass letzterer sämtliche Bedingungen des Abkommens, durch das er dem Vatikan verpflichtet war, erfüllte. Also, mit anderen Worten, nochmal deutlich ausgesprochen, der erste Satz hier sagt ganz deutlich, dass der Führer, der durch die Antichristen Papst Pius XI. Und den XII. An die Macht gebracht wurden, dass dieser sämtliche Bedingungen des Abkommens, durch die er gegenüber dem Vatikan verpflichtet war, zu erfüllen, auch erfüllte. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, dann kann der Mohr gehen. Inwieweit Hitler, nachdem er seine Aufgaben erfüllt hat, gegangen ist und tatsächlich nach Argentinien und später Chile geflüchtet ist und dort noch weitere Jahre gelebt hat, oder aber, dass er sich tatsächlich, wie behauptet wird, beim Führerbunker umgebracht hat in Berlin und seine Leiche dann da verscharrt wurde oder wie auch immer, das spielt keine Rolle. Weil wir wissen, dass solche Leute wie Adolf Hitler alles tun, wenn es der Kirche dient, wenn die Kirche am Ende der Gewinner ist. Ja? Aber gut, ich habe gerade mal den ersten Satz gelesen. Jetzt kommen wir doch mal langsam zu dem, was wirklich wichtig ist. Da er, also Hitler, ausdrücklich versprochen hatte, die Antiklerikalen zu ersticken, folgten jene den Liberalen und Juden alsbald in die Konzentrationslager. Wie der Chef des Dritten Reichs über das Schicksal der Juden entschieden hatte, ist bekannt. Sie wurden schlichtweg vernichtet. Oder, wo vorteilhafter, zur Arbeit bis zur Erschöpfung gezwungen und dann liquidiert. In welchem letzteren Falle sich die Endlösung lediglich verzögerte. Und jetzt kommt's. Schauen wir aber zunächst, wie die besonders autorisierte, mit dem Christusorden ausgezeichnete Persönlichkeit Franco, die wir ja schon gesehen haben, der spanische faschistische Diktator Franco, die gemeinsame Sache zwischen Vatikan und Nazis unmissverständlich bestätigte. In der Zeitschrift Reform, und die habe ich hier rausgesucht, könnt ihr sehen.
In der Zeitschrift Reform, das ist eine französische Zeitschrift, zufolge hatte die Presse des spanischen Diktators Franco am 3. Mai 1945, dem Todestag Hitlers, das folgende veröffentlicht. Zitat: Der Sohn der katholischen Kirche Adolf Hitler starb in der Verteidigung des Christentums. Es ist daher nur verständlich, dass Worte, derer sich der Würdigung seines Lebens so viele fanden, für die Trauer um seinen Verlust nicht hinreichen. Über seinen sterblichen Überresten steht seine siegreiche, tugendhafte Gestalt. Mit der Märtyrerkrone verlieh Gottes ihm die Siegeslorbeeren. Mit der Märtyrerkrone verlieh Gott ihm die Siegeslorbeeren. Ja, Gottes ist hier wohl ein Druckfehler. Deswegen macht der Satz nicht so viel Sinn. Aber trotzdem sollten wir uns den ganzen den ganzen Satz nochmal eben durchlesen und auf der Zunge zergehen lassen und vor allen Dingen ihn mal so lesen, wie er eigentlich dasteht. Weil das geschriebene Wort hier ist nicht das, was gemeint ist. Der Sohn der satanischen Kirche Adolf Hitler starb in der Verteidigung des römischen satanischen Katholizismus. Es ist daher nur verständlich, dass Worte, derer sich der Würdigung seines Lebens so viele fanden, für die Trauer um seinen Verlust nicht hinreichen. Über seinen sterblichen Überresten steht seine siegreiche, tugendhafte Gestalt. Mit der Märtyrerkrone verlieh Satan ihm die Siegeslorbeeren. So muss man diesen Satz lesen. Und wenn man diesen Satz so liest, dann versteht man ihn auch. Und da sind vielleicht eine Menge Leute, die sagen von, aber Jörg, das kannst du doch so nicht sagen, da ist satanisch und der Teufel und Katholizismus anstatt Christentum. Die Leute, die daran zweifeln, dass auch nur ein Wort von dem, wie ich gerade den Satz hier gelesen habe, nicht richtig ist, den rate ich ganz, ganz dringend an, die Geschichte ihrer Kirche zu studieren. Rom ist Babylon. Und Gott sagt es uns selbst in seinem Wort, in der Bibel, in Offenbarung 17 und 18. Da kann man ja mal ein eigenes Video drüber machen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr mich das wissen lassen. In der Kommentarsektion dieses Videos, dann mache ich das gerne mal. Aber die römisch-katholische Kirche ist die Synagoge Satans. Jetzt werden viele Leute sagen von, nee Jörg, die Synagoge, das ist immer eine jüdische Kirche. Ja, aber die römisch-katholische Kirche zelebriert ja den Dispensationalismus. Das heißt, die römisch-katholische Kirche sagt von sich, dass sie die wirklichen Juden sind, nämlich die christustreuen Juden. Und die anderen Juden, das sind die Juden, die Jesus nicht akzeptiert haben. Und deswegen müssen die auch vernichtet werden. Aber darüber könnte man wieder ein eigenes Video machen. Aber dieser Satz, der hier drin steht, aus der Zeitschrift Reform vom 21. Juli 1945, wie wir hier lesen, und hier seht ihr die Zeitschrift, und bitte, wenn ihr mir nicht glaubt, dann macht euch selbst auf die Suche nach den Archiven, fahrt nach Frankreich, seht, ob ihr die Archive sehen könnt, ob ihr das sehen könnt. Wenn der Autor das hier schreibt, und er ist nicht der Einzige, der das schreibt, dann gehe ich davon aus, dass das so ist. Ja? In der Zeitschrift Reform erschien am 3. Mai 1945, am Todestag Hitlers, dass der Sohn der katholischen oder satanischen Kirche Adolf Hitler starb in der Verteidigung des Christentums oder des römischen Katholizismus, das nichts anderes ist als babylonische Baals-Sonnenanbetung. Es ist daher nur verständlich, dass Worte, derer sich der Würdigung seines Lebens so viele fanden, für die Trauer um seinen Verlust nicht hinreichen. Über seinen sterblichen Überresten steht seine siegreiche, tugendhafte Gestalt. Mit der Märtyrerkrone verlieh Gott, und zwar der Gott dieser Welt, der Bibel, das ist Satan, das ist der gefallene Engel Luzifer, ihm die Siegeslorbeeren. Ende Zitat. Aber wir wollten uns ja nicht eine ganze Stunde an diesem Satz aufhalten, aber ich denke, dass dieser Satz einer ist, den viele Leute von euch noch niemals gehört haben, die noch niemals wussten, dass in der französischen Zeitschrift Reform am Todestag von Adolf Hitler auf an,
auf Anfrage des spanischen Diktators Franco eben dieser Satz erschienen ist. Hier glorifiziert die römisch-katholische Kirche einen ihrer Helden. Und noch nebenbei, die römisch-katholische Kirche hat bis heute, wir haben heute den 11. August 2017, Adolf Hitler nicht exkommuniziert, wie sie es ja normalerweise mit Ungehorsamen macht, oder? Aber Adolf Hitler ist ein Katholik von Geburt über das Grab hinaus, bis heute nicht exkommuniziert. Weder von Papst Pius dem 12. noch von seinen Nachfolgern Johannes dem 23., Paul dem 6., Johannes Paulus dem 2., Ratzinger oder Bergoglio, Papst Franzis, der Franziskus, der im Augenblick an der Macht ist. Keiner dieser Päpste hat Adolf Hitler exkommuniziert. Er ist also immer noch ein römischer Katholik. Und nach dem Dogma der römisch-katholischen Kirche natürlich gerettet. Er hat ja alles dafür getan, dass die Kirche am Ende der Gewinner ist. Diese Grabrede des Naziführers fährt der Autor jetzt fort in seinem Buch. Diese Grabrede des Naziführers, eine Herausforderung für die siegreichen Alliierten, wird unter dem Deckmantel von Francos Presse vom Heiligen Stuhl höchst selbst ausgesprochen. Es ist eine vom Vatikan via Madrid gehaltene amtliche Pressemitteilung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Natürlich hatte dieser nunmehr fehlende Held die Dankbarkeit der römischen Kirche mehr als verdient, und sie versuchte es auch nicht zu verbergen. Er diente ihr in Treue. Alle jene, die ihm besagte Kirche als ihre Gegner herausstellte, bekamen die Konsequenzen zu spüren. Und dieser gute, zwischen Anführungszeichen, Sohn scheute sich nicht zuzugeben, was er seiner heiligsten Mutter oder der katholischen Himmelsgöttin und vor allem den sich zu ihren Weltsoldaten gemacht Vorhabenden schuldete. Ein Zitat von Hitler aus dem Buch Hitler Madi, also Hitler hatte mir gesagt, oder auf Deutsch Gespräche mit Hitler von Hermann Rauschning, ein früherer nationalsozialistischer Senatspräsident von Danzig. Ja? Zitat: Vor allem habe ich von den Jesuiten gelernt. Die Welt hat niemals etwas annähernd so Großartiges gesehen wie die hierarchische Struktur der katholischen Kirche. Es gibt da so einige Dinge, die ich den Jesuiten für die Partei abgeschaut habe. Ich will ihnen ein Geheimnis sagen. Ich gründe einen Orden. In meinen Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der sich die Welt erschrecken wird. Aber es gibt noch Grade, von denen ich nicht sprechen darf. Ende Zitat. Ein weiterer hoher Hitlerfunktionär, Walter Schellenberg, früherer Chef der deutschen Spionageabwehr, hat nach dem Kriege diese Vertraulichkeit des Führers vervollständigt. Erschienen in dem Buch Memoiren 1959 von Walter Schellenberg. Zitat: So wurde die SS-Organisation, also Sicherungs- und Überwachungsformation der NSDAP, ne, die Schutzstaffel SS, so wurde die Schutzstaffelorganisation von ihm nach den Grundsätzen des Jesuitenordens aufgebaut. Als Grundlagen dienten die Dienstordnung und die Exerzitien des Ignatius von Loyola. Wie müssen wir das verstehen? Als Grundlage in der Ausbildung der SS-Soldaten dient die Dienstordnung und die spirituellen Übungen, die Exerzitien von Ignatius von Loyola. Das oberste Gesetz war das des absoluten Gehorsams, wie ihr aus meinem Jesuiteneid bereits wisst, perende act cadaver, Kadavergehorsam. Das oberste Gesetz war das des absoluten Gehorsams, die Ausführung eines jeden Befehls ohne Widerspruch. Heinrich Himmler selbst als Reichsführer SS war der Ordensgeneral. Der Aufbau der Führerschaft lehnte sich an die hierarchische Ordnung der katholischen Kirche an. Bei Paderborn in Westfalen hatte er eine mittelalterliche Burg, die sogenannte Wewelsburg, ausbauen lassen. Sie war sozusagen das große SS-Kloster, wohin der Ordensgeneral einmal jährlich das Geheimkonsistorium einberief.
Das Geheimkonsistorium ist ein Geheimtreffen der obersten Ordensführung zur Abhaltung von geistigen und Konzentrationsübungen. Nun, was Himmler angeht, möchte ich euch gerne mal ein Bild zeigen in diesem Augenblick. Und zwar ist das ein Bild von Himmler, seinem Onkel, ne? Gebhard Himmler. Hier. Den kennt ihr vielleicht noch nicht. Ziemlich sicher sogar bin ich, dass ihr den nicht kennt. Und dieser Gebhard Himmler war ein sehr hochstehender Jesuit und er war der Onkel von Heinrich Himmler. Es gibt Gerüchte, die kann ich nicht bestätigen, kann ich auch jetzt nicht nachgehen und nachforschen, die behaupten, dass dieser Gebhard Himmler unter anderem an einer Verschwörung beteiligt war, um Ledokowski, den damaligen Jesuitengeneral, zu beseitigen. Der hat ja nur bis 1942 gelebt und wurde dann von einem neuen Jesuitengeneral abgelöst. Aber dieser Josef Gebhard Himmler, hier im Bild, ist derjenige, der eigentlich die SS gegründet und geleitet hat. Sein Neffe war nur, hier sehen wir ein anderes Bild von ihm, sein Neffe war im Grunde nur eine Frontfigur, Heinrich Himmler. Der wirkliche Machtzieher dahinter war der Jesuit Gebhard Himmler, den wir hier im Bild sehen. Und hier sehen wir Heinrich Himmler, der hier Waffen-SS abnimmt. Und hier sehen wir nochmal Josef Gebhard Himmler, seinen Onkel. Das waren so ungefähr die wichtigsten Fotos in der Hinsicht. Aber das lassen wir mal eben zeigen hier. Ja? Der Autor fährt fort auf der nächsten Seite. Ihrerseits demonstrierten die besten theologischen Federn die Ähnlichkeit zwischen katholischen und nationalsozialistischen Lehren. Und in dieser Arbeit waren die Söhne Loyolas die eifrigsten. Schauen wir beispielsweise, wie der Jesuitentheologe Michael Schmaus eine Reihe von Studien zu diesem Thema der Öffentlichkeit präsentierte. Mal eben sehen, ob ich den Schmaus bereits als Bild gespeichert habe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das damals gemacht habe. Nee, anscheinend, ja, man muss natürlich auch den richtigen Buchstaben tippen hier, ne? Nee, habe ich anscheinend nicht. Das war nicht weiter wild. Dann können wir uns das Bild ja suchen, wenn wir das mal eben möchten. Aber ist, glaube ich, nicht so wichtig. Wir machen erstmal hier weiter und nehmen das Bild des Buches hier mit bei. Also, der Jesuitentheologe Michael Schmaus hat eine Reihe von Studien zu diesem Thema der Öffentlichkeit präsentiert. Und hier folgt ein Zitat aus Begegnungen zwischen katholischem Christentum, ein Oxymoron, etwas, was es nicht gibt, und nationalsozialistischer Weltanschauung von Michael Schmaus, Professor an der Universität Münster in Westfalen, 1933. Da schreibt er, Zitat, Reich und Kirche ist eine Schriftenreihe, die dem Aufbau des Dritten Reiches aus den geeinten Kräften des nationalsozialistischen Staates und des katholischen Christentums dienen soll. Ich sehe nämlich in der nationalsozialistischen Bewegung den schärfsten und wuchtigsten Protest gegen die Geistlichkeit des 19. und 20. Jahrhunderts. Zwischen katholischem Glauben und liberalistischem Denken gibt es keinen ideenmäßigen Ausgleich. Nichts ist unkatholischer als eine extrem demokratische Wertung des Seins. Der heute wiedererwachte Sinn für eine straffe Autorität eröffnet von Neuem das Verständnis für die kirchliche Autorität. In der katholischen Lehre von der Erbsünde liegt das Misstrauen in die Freiheit begründet. Die Tafeln des nationalsozialistischen Sollens und die der katholischen Imperative, also Moralgebote, stehen freilich in verschiedenen Ebenen des Seins. Jene in der natürlichen, diese in der übernatürlichen Ebene. Jene besorgt um die natürliche Gesundheit des Volkes, diese bemüht um das übernatürliche Heil, wie dem Zwecke der beiden entspricht. Aber sie weisen in dieselbe Wegrichtung. Ende Zitat. Dieses Ziel war das Europa von Hitler versprochene neue Mittelalter.
Die Ähnlichkeit zwischen dem leidenschaftlichen Antiliberalismus dieses Münchner Jesuiten und dem ebenbürtigen, bei dem Weiheakt der FNC, also Front National Catholique, in der Montmartre-Kirche zum Ausdruck gebrachten Fanatismus, ist offensichtlich. Während der Besatzung schrieb Hochwürdenpater Merklin, Leo Merklin, Le Croix-Leiter, die La Croix-Zeitschrift kennen wir ja inzwischen zur Genüge, Zitat, dieser Tage scheint die Freiheit nicht mehr länger irgendeines Ansehens würdig. Ende Zitat. Aus La Croix vom 2. September 51. Und weiterhin lesen wir, dass Zitate wie dieses ließen sich in die Tausende fortsetzen. Ist nicht dieser Hass auf die Freiheit in allen seinen Formen das Wesen schlechthin des römischen Meisters? Leicht ist es auch zu verstehen, wie die katholische Lehre und die nationalsozialistische Lehre derart gut harmonisieren konnten. Der Jesuit Michael Schmaus, der diese Übereinstimmung fähig demonstrierte, wurde 10 Jahre nach dem Krieg von La Croix der große Münchner Theologe genannt. Und es wird keinen mehr verwundern zu erfahren, dass ihn Antichrist Papst Pius XII. Zum Kirchenfürsten erhob. Na, wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht doch den Michael Schmaus ein Foto finden, ne? Könnte ja ganz interessant sein, sich den vielleicht mal anzuschauen. Wollen wir mal sehen, ob wir da eins finden. Michael Schmaus. Da müssen wir natürlich ein etwas älteres Bild nehmen, ne? So ein neues, da glaube ich nicht dran. Das hier vielleicht. Das dürfte Michael Schmaus sein. Aus dem Alter, wie wir ihn kennen und mit dem richtigen Hintergrund, habe ich kein Problem damit zu glauben, dass das auch die Person ist, die wir tatsächlich suchen. Wir können natürlich eben auf der Seite nochmal hergucken, wo das Bild herkommt, dass wir auch sicher sind, dass wir den Jesuiten Michael Schmaus haben, der hier in dem Buch gemeint ist. Katholischer Theologe Professor Michael Schmaus in der Münchner Universität. Und dann haben wir hier das Bild, genauso wie wir gerade eben gesehen hatten. Also, das ist derjenige, über den wir hier gerade sprechen und der diese Aussage wohl gerade hier in La Croix gemacht hat. Was angesichts dessen aus der erbärmlichen Enzyklika mit brennender Sorge aus der Feder des angeblich den Nationalsozialismus verdammenden Antichristenpapst Pius XI. Wird? Uns das zu sagen, bemühte sich kein Kasuist, wie auch anders. Der große Theologe Michael Schmaus hatte viele Rivalen. So ein deutscher Autor, der im katholisch-konservativen Erbgut das sonderbarste je von deutschen katholischen Verlagen herausgegebene Buch sah. Zitat: Diese Anthologie bringt Texte von den wichtigsten katholischen Theoretikern Deutschlands zusammen, von Görres bis Vogelsang. Sie macht uns glauben, dass der Nationalsozialismus schlicht und einfach aus katholischen Ideen geboren wurde. Ende Zitat von Günter Buxbaum. Die Katholiken in Mitteleuropa vom 15. Januar 1939. Der Nationalsozialismus wurde schlicht und einfach aus katholischen Ideen geboren, sagt Günter Buxbaum. Ja, und wir wissen ja bereits aus früheren Zitaten, wie ich euch gesagt hatte, dass in der Civilta Catholica, in dem Jesuiten Magazin selber darin steht, dass der Nationalsozialismus die Regierungsform ist, die der Regierungsform der römisch-katholischen Kirche am meisten entspricht. Dem Autoren war, geht das Buch weiter, also Günter Buxbaum, als er dies schrieb, nicht klar, welch perfekte Beschreibung er gab. Eine weitere wohlinformierte Person und Triebfeder des Pakts zwischen dem Heiligen Stuhl und Berlin, der päpstliche Geheimkämmerer Franz von Papen, wurde noch deutlicher. Franz von Papen. Dann holen wir uns nochmal eben das Bild von dem Herrn Papen rein. Da wisst ihr ja inzwischen, den haben wir schon ein paar Mal gesehen, unter anderem hier mit dem Konkordat. Immer noch ein schönes, passendes Bild. Hier sitzt er, der Malteserritter. Ja. Er wurde noch deutlicher und sagte, das Dritte Reich ist die erste Macht, die nicht nur die hohen Prinzipien des Papstes anerkennt, sondern auch praktiziert. Ende Zitat von Robert Dorcourt von der Französischen Akademie Franz von Papen, der Mann für alles, von 1946.
In Ergänzung hierzu das Ergebnis des Praktizierens 25 Millionen Konzentrationslageropfer, die von den Vereinten Nationen herausgegebene offizielle Ziffer. Hier finden wir es notwendig, etwas Gesondertes hinzuzufügen. Für die Offenherzigen, die sich aber nicht darauf einlassen können, dass die organisierten Massenmorde eines der päpstlichen hohen Prinzipien gewesen seien. An der einen Offenheit hält man freilich sorgsam fest. Zitat: Derartige Barbarentaten gehören der Vergangenheit an. Wie es einige Apostel der Einfachheit halber sagen, achselzuckend vor Nichtkatholiken, für die, die die Feuer der Heiligen Inquisition immer noch brennen. Ende Zitat. So sei es. Legen wir die überreichlichen Beweise der kirchlichen Grausamkeit vergangener Jahre beiseite, um das 20. Jahrhundert zu betrachten. Wir wollen weder an die Heldentaten von Männern wie von Stepinac und Marcone in Kroatien noch Tisos in der Slowakei erinnern, sondern uns auf die Untersuchung der Denkweise von gewissen hohen Prinzipien beschränken, wie man so wunderbar praktiziert hatte. Sind sie wirklich heutzutage veraltet, diese Prinzipien? Verstoßen wir von einer aufgeklärten Lehre, offiziell abgelehnt vom Heiligen Stuhl samt weiteren Fehlern einer dunklen Vergangenheit? Das ist leicht herauszufinden. Schlagen wir doch beispielsweise die Grand Apologétique, also große Apologetik, Rechtfertigung von Abt Jean Vieux-Jean auf. Die, ist sie doch mit 1937 datiert, kaum als mittelalterlich beschrieben werden kann. Was lesen wir denn da? Zitat: Um das Prinzip der Inquisition zu akzeptieren, braucht man alleine eine christliche Einstellung. Und das ist es, was vielen Christen fehlt. Die Kirche hat eine derartige Scheu nicht. Ende Zitat. Auch hier muss man natürlich das Wort Christen durch katholisch ersetzen, um es zu verstehen. Aber, sagt der Autor, besser kann es eigentlich gar nicht formuliert werden. Wird ein weiterer, nicht weniger konservativer und moderner Beweis gebraucht? Hören wir Hochwürden Pater Janvier, einen berühmten Tagungsreferenten in Notre-Dame. Zitat: Sollte die Kirche Kraft ihrer indirekten Macht über zeitliche Fragen nicht das Recht haben, von katholischen Staaten zu erwarten, Ketzer selbst bis in den Tod hinein zu unterdrücken, um sie dieser Art zu bekämpfen? Hier meine Antwort: Ich befürworte es freilich, selbst bis in den Tod hinein. Und ich stütze mich zuvorderst auf die Praxis und alsdann auf die Lehre der Kirche schlechthin. Ich bin überzeugt, dass kein Katholik, ohne sich gewaltig zu irren, das Gegenteil sagen würde. Ende Zitat aus einer Tagung vom 25. Mai 1912. Eine Rätselsprache kann man dem Theologen wahrlich nicht vorwerfen. Seine Rede ist klar und verständlich. Mehr und mit weniger Worten kann man es nicht sagen. Was das Recht betrifft, dass sich die Kirche, die Mutterkirche, die Jesuskirche, wie sie sich selbst nennt, die einzige Kirche, außer deren für jeden Menschen keine Errettung ist, was sich diese Kirche anmaßt, um jene, deren Glauben nicht dem ihrigen entspricht, auszurotten, so ist alles darin vorhanden, die sie zwingende Lehre, dass sie per Tradition legitimierende praktizieren und sogar der Aufruf an die christlichen Staaten, von dem der Hitlerfeldzug ein perfektes Beispiel gab. Genauso wenig sind die folgenden alles andere als zweideutigen Worte in der Finsternis des Mittelalters ausgesprochen worden. Zitat: Die Kirche kann Ketzer zum Tode verurteilen, da sich jegliche Rechte, die sie haben, in unserer Nachsicht begründen, und offensichtlich sind diese Rechte keine wirklichen. Nun, der dies verfasste, war Jesuitengeneral Franz Wernst, der bis 1915 regierte, und die Tatsache, dass er außerdem Deutscher war, macht diese Erklärung umso wichtiger. Nun, gewichtiger. Ich muss hier noch etwas zufügen und möchte euch das nochmal gerne ins Gedächtnis zurückrufen. Die Kirche kann Ketzer zum Tode verurteilen, da sich jegliche Rechte, die sie haben, in unserer Nachsicht begründen und offensichtlich sind diese Rechte keine wirklichen. Ich habe in Herrscher des Bösen mir die Mühe gemacht, euch die
deutsche Übersetzung des Directorium Inquisitorum vorzulesen. Schaut euch das bitte nochmal an, wenn ihr meint, dass das hier keine Aussage ist. Das ist die Aussage von Jesuiten, das ist die Aussage des Konzils von Trient, das in 1962 bis 65 im Zweiten Vatikanischen Konzil lediglich erneuert wurde. Das ist deren Ansicht. Jeder, der nicht die Lehre und die Dogmas oder die Dogmen der römisch-katholischen Kirche annimmt, ist ein Ketzer, ist außerhalb der römischen Kirche und hat keine Rechte. So, und alles, was, wo wir sozusagen sprechen über diese sogenannten Menschenrechte zum Beispiel, diese ganzen Rechte, die der Papst, der Antichrist den Menschen gibt, die kann er genauso nicht mehr wegnehmen, weil das sind keine wirklichen Rechte. Die einzigen Rechte, die wir wirklich haben, das sind die Rechte und die Pflichten, die der Gott der Bibel uns auferlegt. Und was sind unsere Pflichten gegenüber unserem Herrn? Dass wir ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Macht, mit unserer ganzen Seele und mit aller Kraft lieben. Und dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selber. Das sind dem seine Ordnungen und Rechte und Gesetze uns gegenüber. Aber die Kirche kann sich erlauben, die römisch-katholische Kirche kann sich erlauben, jedem, der ihre Dogmen nicht annimmt, der sich ihr nicht unterwirft und der sich nicht dem Ultramontanismus unterwirft, das heißt also der absoluten Führerschaft des Papstes, diese zum Ketzer auszurufen und zum Tode zu verurteilen, vogelfrei zu erklären, da die Rechte, die sie meinen, die sie haben, offensichtlich keine wirklichen Rechte sind. Genau das sagt Jesuitengeneral Franz Werns. Nun, ebenfalls im 20. Jahrhundert schrieb der bekannte Kirchenfürst Kardinal Lepissier, Zitat, bekundet jemand öffentlich, Ketzer zu sein oder versucht andere durch sein Reden oder Beispiel zu verderben, so kann er nicht nur exkommuniziert, sondern auch zu Recht getötet werden. Ich verwandle mich in eine Pfeffermühle, wenn das kein klassischer Mordaufruf ist, so der spätere Georges Courtelain, ein französischer Bühnenschriftsteller. Den Beitrag des Oberhirten noch? Hier ist er. Von einem modernen Papst, dessen Liberalismus kompromisslose Kleriker kritisieren. Von Jesuitenpapst Leo dem 13. Na, kann ich ja nicht umhin, muss ich das Bild raussuchen. Leo den 13. habe ich ja schon öfter zitiert, während meiner Lesung, aufgrund der Erwähnung in dem Buch der Memoiren des deutschen Kaisers, wie ihr euch sicher erinnert. Also, wollt ihr noch den Beitrag des Oberhirten, des Pontifex Maximus, eines modernen Papstes, Leo der 13. Er sagte, Zitat, verdammt ist die Ansicht, der Heilige Geist wolle nicht, dass wir den Ketzer töten. Ende Zitat. Von welchem Heiligen Geist spricht er? Doch nicht dem Heiligen Geist der Bibel. Hä? Welche höhere Autorität könnte nach dieser angerufen werden, außer dem Heiligen Geist? Mag es auch jenen, die die Rauchwand, also den Hinweis auf die während der Papstwahl Rauchzeichen ausgebenden, manipulieren, den beschwichtigenden, unruhiger Gewissen missfallen, aber die hohen Prinzipien des Papsttums bleiben unverändert. Und, neben anderem, ist die Ausrottung für den Glauben heute genauso gültig und kanonisch, also den Bestimmungen der römisch-katholischen Kirche entsprechend, wie ehemals. In Anbetracht der Geschehnisse in Europa zwischen 1939 und 1945, ein Schluss von größter Erleuchtung, um ein Lieblingswort der Mystiker zu gebrauchen. Zitat, Hitler, Goebbels, Himmler und die meisten Mitglieder der alten Garde der Partei waren alle Katholiken, wie Frédéric Auffay, Pfarrer und Psychoanalytiker, uns wissen lässt. Nicht durch Zufall war es, dass durch die Religion ihrer Chefs die nationalsozialistische Regierung die katholischste war, die Deutschland je hatte. Diese Verwandtschaft zwischen Nationalsozialismus und Katholizismus ist, wo wir uns eingehend mit den Propagandamethoden und der inneren Organisation der Partei befassen, nur zu auffällig. Zu diesem Thema ist nichts aufschlussreicher als Joseph Goebbels Werke. Er genoss seine Erziehung in einem Jesuitenkolleg,
und war, ehe er sich der Literatur und Politik zuwendete, ein Seminarist, also ein Priesteramtsauszubildender. Ja? Erinnert ihr euch noch an den Schwur der Jesuiten, wo ich angefangen hatte, euch zu erzählen, wie die Ausbildung eines Jesuiten aussieht, die 26 oder die 24 Jahre Ausbildung? Jede Seite, jede Zeile seiner Schriften erinnert an die Lehre seiner Meister. Und so betont er gehorsam die Missachtung der Wahrheit. Zitat, manche Lügen sind nützlich wie Brot. Ende Zitat. Verkündete er Kraft eines den Schriften von Ignatius Loyola entnommenen moralischen Relativismus. Eine absolute Gültigkeit moralischer Werte ablehnenden Denkens. Das können wir übrigens nachlesen in Friedrich Hoffes Werk Der Protestant im Imperialismus aus 1948. Die Lorbeeren des Jesuitismus verlieh Hitler seinem Propagandachef nicht, wohl aber, wie er es seinen Lieblingen erzählte, dem Chef der Gestapo. Ich sehe Himmler als unseren Ignatius von Loyola. Aus Libre Propos, Adolf Hitlers politisches Testament. In Hamburg 1981 erschienen. Wollen wir mal gucken. Haben wir hier nicht noch ein Bild von Loyola? Können wir ja mal ein Bild von Loyola hier mit reinnehmen, wenn wir die ganze Zeit über ihn und über seinen Orden auch sprechen. Ne? Um derart zu sprechen, musste der Führer gute Gründe gehabt haben. Zuvorderst müssen wir bemerken, dass der Reichsführer von der Schutzstaffel, also der SS, der Geheimen Staatspolizei, der Gestapo und Polizei Heinrich Luitpold Himmler unter den katholischen Mitgliedern von Hitlers Gefolge das vom Klerikalismus imprägnierteste zu sein schien. Sein Vater war Direktor einer katholischen Schule in München, dann Erzieher des Prinzen Ruprecht von Bayern. Sein Bruder, ein Benediktinermönch, lebte im Kloster Maria Laach, einem der alldeutschen hohen Orte. Und er besaß einen Onkel, den Jesuiten Gebhard Himmler, den ich euch vorhin schon vorgestellt hatte, der am bayerischen Hofe den nicht geringen Posten des Domkapitulars inne hatte. Der deutsche Autor Walter Hagen gibt uns zudem diese diskrete Auskunft. Und bevor ich jetzt dieses Zitat hier zitiere, will ich doch noch mal eben sehen, ob wir nicht noch ein Bild von Ledokowski hier noch mal reinmachen können. Dass wir uns den Jesuiten General noch mal in Erinnerung rufen. Ne? Heike von Ledokowski. Also der deutsche Autor Walter Hagen gibt uns zudem diese diskrete Auskunft. Zitat. Ein sehr verhängnisvoller Förderer dieser Bestrebungen war der General des Jesuitenordens Graf Wladimir Halke von Ledokowski. Dieser hatte aufgrund der Informationen, die sein weit verzweigter Orden zu sammeln in der Lage war, einen viel besseren Überblick über die weltpolitische und auch über die militärische Lage als die meisten anderen der hohen kirchlichen Würdenträger. Er besaß eine lebendige Vorstellung von der Weltgefahr des Bolschewismus und machte sich keine Illusion darüber, dass die Sowjetunion im Falle einer totalen Katastrophe Deutschlands das ganze westliche Europa unmittelbar bedrohen würde. Daher war er bereit, auf der gemeinsamen Grundlage des Antikommunismus eine Art Zusammenarbeit zwischen dem Jesuitenorden und dem deutschen Geheimdienst einzurichten. Ende Zitat. Im Ergebnis dessen schuf man innerhalb der SS-Reichssicherheitshauptamtes eine Organisation, deren wichtigste Posten in schwarze SS-Uniformen gekleidete katholische Priester besetzten. Einer dieser übergeordneten Offiziere war Jesuitenpater Himmler. Dieser wurde nach des Dritten Reichskapitulation verhaftet und in Nürnberg inhaftiert. Seine Anhörung durch den Internationalen Strafgerichtshof wäre offensichtlich höchst interessant gewesen, doch da hatte die Vorsehung ein wachsames Auge. Der Onkel Heinrich Himmlers erschien niemals vor jenem Gericht. Er wurde tot in seiner Zelle gefunden, eines Morgens, ohne dass der Grund seines Ablebens je öffentlich bekannt wurde. Naja, die Menschen, die inzwischen ein wenig
die Geschichte der Jesuiten verfolgt haben, wissen, dass die Jesuiten die Meister des Gifts sind. Und man weiß ja, dass viele hochrangige Kriegsverbrecher aus dem nationalsozialistischen System eine Kapsel hatten, mit der eine Zyankali-Kapsel, mit der sie selbst das Leben nehmen konnten. Das ist eine Möglichkeit. Und auf der anderen Seite gibt es auch immer die Möglichkeit, dass sie vergiftet wurden, bevor sie das, ich sag's mal so salopp, Maul aufmachen konnten und Dinge sagen konnten, die besser nicht an das Tageslicht kommen sollen. Weil sonst würden wir ja ein Buch wie Die verborgene Geschichte der Jesuiten gar nicht haben. Dann wäre die Geschichte der Jesuiten ja öffentlich. Dann würde man es ja ganz offen sehen können. Aber es geht ja eben darum, dass wir das nicht können, dass die Geschichte der Jesuiten verborgen ist, weil sie eben Meuchelmorden, Anschläge durchführen, Attentate durchführen, Leute bestechen, betrügen und belügen und so weiter und so weiter. Deswegen ist ihre Geschichte verborgen. Wir werden nicht das Andenken dieses Geistlichen beleidigen. Gut. Also erstens ist das für mich kein Geistlicher, sondern das ist ein Katholik und dann auch ein Jesuit. Und solche Leute kann man im Grunde gar nicht beleidigen, die kann man wirklich nur zur Schau stellen, exponieren. Aber ja, ich habe das Buch ja nicht geschrieben, ne? Wir werden nicht das Andenken dieses Geistlichen beleidigen durch die Mutmaßung, er habe seine Tage entgegen den reinen Lehren der römischen Kirche willentlich beschlossen. Nichtsdestotrotz war sein Tod so plötzlich und gelegen, wie der ihm vorausgegangene eines anderen Jesuiten, des nicht wahrgenommenen Mein Kampf-Verfassers Pater Stempfle. Ein in der Tat seltsamer Zufall. Ja, der Jesuitenpater Stempfle starb, wenn ich mich nicht irre, 1934 im Konzentrationslager Buchenwald. Der Verfasser des Buches Mein Kampf. Kommen wir aber zurück auf den Gestapo-Chef Heinrich Luitpold Himmler. Der meinte, er habe des Regimes grundlegende Macht in den Händen. Na, also das ist dann der andere Himmler, ne? Hier haben wir den Onkel und hier haben wir den Heinrich Luitpold Himmler. Der meinte, er habe des Regimes grundlegende Macht in den Händen. Waren es seine persönlichen Verdienste, die ihm einen derart hohen Posten einbrachten? Sah Hitler in ihm, als er ihn mit dem Schöpfer des Jesuitenordens verglich, einen überlegenen Genius? Das freilich implizieren die Zeugenaussagen jener, die ihn kannten, nicht, da diese in Himmler nichts anderes als Mittelmäßigkeit wahrnahmen. Und das ist genau das, was ich bereits vorher meinte. Das war nur ein Schauspieler. Er war nur eine Puppe. Schien jener Stern damals mit geliehener Heiligkeit? War es wirklich Heinrich Luitpold Himmler, der als angeblicher Chef die Gestapo und die Geheimdienste eigentlich beherrschte? Wer war es, der damals Millionen von aus politischen Gründen deportierten und Juden in den Tod schickte? War es der flachgesichtige Neffe? Oder war es sein zu Ledokowskis Lieblingen und den übergeordneten SS-Offizieren zählender und vormaliger Domkapitulatur am Bayerischen Hofe, sowie Jesuitenpater gewesener Onkel? Hier nochmal im Bilde. Einen derart indiskreten Blick hinter die Geschichtskulissen zu werfen, mag tollkühn und sogar vermessen erscheinen. Das Stück läuft auf der Bühne vor den Beleuchtungseinheiten der Vorder-, der Ober- und der Seitenlichter. So ist das normal bei jeder Show. Und wer die Requisiten sehen will, kann leicht als lästig und schlecht erzogen angesehen werden. Und doch ist der Ort, von dem die fesselnden Schauspieler kommen, muss ich mal eben. Nee, echt, da kann ich jetzt nicht anders. Da muss ich mal eben das Bild nehmen, das ich öfter gebrauche in Behind the Door. Ihr wisst ja, ich mache auf meinem zweiten YouTube-Kanal die Videos von der Mensch nochmal, jetzt arbeitet noch mein Computer hier, mache ich die Verarbeitung der Videos von der Lesung von Bill Hughes von Behind the Door.
und mache die Videos davon. Und da gebrauche ich immer so ein schönes Bild von einem Vorhang. Das sollte jetzt eigentlich unter dem Stichwort hier zu finden sein. Hier, behind the scenes. Das muss ich doch mal eben jetzt hier mit reinbringen. Also das finde ich doch sehr treffend, wenn wir das hier lesen. Einen derart indiskreten Blick hinter die Geschichtskulissen, ja, hinter den Vorhang zu werfen, mag tollkühn und sogar vermessen erscheinen. Das Stück läuft auf der Bühne, vor den Beleuchtungseinheiten der Vorder-, der Ober- und der Seitenlichter. So ist das normal bei jeder Show. Und wer die Requisiten sehen will, kann leicht als lästig und schlecht erzogen angesehen werden. Und doch ist der Ort, von dem die fesselnden Schauspieler kommen, an denen der Blick der Öffentlichkeit haftet, die Hinterbühne. Da, wo wir diese Kirchenmonster studieren und uns klar wird, dass sie weit entfernt davon sind, den Persönlichkeiten, die sie angeblich darstellen, zu gleichen. Ist das nur zu offensichtlich? Und so scheint's auch im Falle Himmler gewesen zu sein. Aber wäre es nicht richtig, selbiges von dem zu sagen, dessen rechte Hand er war? Von Hitler? Ich möchte hier nochmal eben kurz eingehen auf das, was der Autor hier in dem vorigen Absatz gesagt hat. Und doch ist der Ort, von dem die fesselnden Schauspieler kommen, an denen der Blick der Öffentlichkeit haftet, die Hinterbühne. Da, wo wir diese Kirchenmonster studieren und uns klar wird, dass sie weit entfernt sind von den Persönlichkeiten, die sie angeblich darstellen. So, und die Persönlichkeiten, die sie angeblich darstellen, was sagt denn die Bibel dazu? Die Bibel sagt hierzu, der Satan ist verändert in einen Engel des Lichts, und darum ist es auch keine Wunder, dass seine Minister ebenfalls in Minister der Gerechtigkeit verändert wurden. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Deutschen gut zitiert ist in der Hinsicht. Im Englischen heißt es, Satan is transformed into an angel and light, and therefore it is no mystery that also his ministers are transformed into ministers of righteousness. Das heißt also, die Persönlichkeiten, die uns vor diesem Vorhang hier vorgestellt werden, sind nicht das, was sie zu sein vorgeben. Man muss hinter die Bühne schauen, hinter die Szene sehen, hinter die Vorder-, Ober- und Seitenlichter sehen, um zu sehen, wie die Leute wirklich sind und was tatsächlich ihre Absicht ist. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Wir müssen das endlich mal begreifen, dass wenn wir uns immer nur verblenden lassen von dem, was sie uns hier auf der offiziellen Bühne zeigen, dass wir niemals begreifen werden, was hinter der Bühne vorgeht. Und das ist wichtig, weil vor der Bühne ist alles das, was Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und hinter der Bühne, da gehen die wirklichen Sachen los. Aber wie der Autor sagt, so scheint es auch im Falle Himmler gewesen zu sein. Kann man dasselbe dann auch von Hitler sagen? War auch Hitler nur eine Persönlichkeit, die irgendetwas dargestellt hat und die er tatsächlich gar nicht war? Als wir Hitler gestikulierend auf den Leinwänden sahen oder seine hysterischen Reden brüllen hörten, hatten wir da nicht den Eindruck, die Bewegung eines schlecht eingestellten Roboters mit überdehnten Federn zu sehen? Selbst seine einfachsten und ruhigsten Bewegungen, eben mal kurz das Bild verändern hier, na? Selbst seine einfachsten und ruhigsten Bewegungen erinnerten uns an eine mechanische Marionette. Und erst seine dumpfen und grob schlachten Augen, fleischige Nase, aufgedunsene Physiognomie, deren Derbheit hinter jenem berühmten Haarteil und scheinbar unter seinen nüstern geklebten Bürstenbart nicht zurücktrat. War dieser Kampfhund öffentlicher Versammlungen wirklich ein Chef? Der wahre Herr über Deutschland, ein echter Staatsmann, dessen Genialität im Begriffe war, die Welt aus den Angeln zu heben? Na, nehmen wir uns doch noch mal eben ein Bild von Hitler damit bei. Ach, das ist viel zu klein hier. Na, schade. Warte mal. Suche ich mal ein anderes. Von Hitler habe ich auch ein paar Bilder hier auf dem Computer. Ja. Aber der arbeitet so langsam wegen der Kamera. Tut mir leid. Aber ich habe diese Kamera gewählt, dass wir zumindest eine gute Auflösung haben, dass ihr mitlesen könnt. Also, hier sehen wir ihn nochmal. Ne? War dieser Kampfhund öffentlicher Versammlungen wirklich ein Chef, der wahre Herr über Deutschland, ein echter Staatsmann, dessen Genialität im Begriffe war, die Welt aus den Angeln zu heben?
Oder war er nur ein schlechter Ersatz für all jenes? Eine schlau aufgebauschte Deckhaut, ein Massenausnutzungsphantom, ein Aufwiegler. Er selbst gab es zu. Er selbst gab es zu, als er sagte, ich bin nur ein Bote. François Poncet, damaliger französischer Botschafter in Berlin, bestätigt, dass Hitler sehr wenig arbeitete, kein Leser war und seinen Mitarbeitern ihren Willen ließ. Den gleichen Eindruck von Leere und Unwirklichkeit vermittelten seine Gehilfen. Deren Erster, der 1941 nach Schottland geflohene Rudolf Hess, sah seiner eigenen Verurteilung in Nürnberg als gänzlich fremder zu und wir haben nie erfahren, ob er vollständig geisteskrank oder nur ein Irrer war. Der Zweite war der groteske, eitle und fette, die ungewöhnlichsten Fantasieuniformen tragende Vielfraß, Gemälderäuber und, als Krönung Morphiumsüchtige, Hermann Göring. Die anderen maßgeblichen Parteipersönlichkeiten bargen dieselbe Ähnlichkeit und bei den Nürnberger Prozessen war die für die Journalisten überraschendste Meldung, dass diese nationalsozialistischen Helden, abgesehen von ihren persönlichen Macken, weder intellektuell noch charakterlich glänzten und sie mehr oder weniger unscheinbar waren. Okay. Göring, ich habe hier etwas, möchte ich mal eben sehen, ob ich das übersetzt habe ins Deutsche, das weiß ich jetzt nicht, das müsste ich mal eben nachschauen. Das ist ein interessantes Zitat von Göring auf dem Nürnberger Prozess und ich weiß, dass ich es in Englisch habe, aber es ist natürlich wichtig, dass wir das hier in diesem Video in Deutsch mal sehen. Mal sehen, ob ich das... Mensch, warum finde ich das denn nicht? Junges. Da muss ich eine ganze Ecke hier runter scrollen in diesem kleinen Text. Das tut mir leid. Aber das ist, ich finde das wirklich interessant, wenn ich das jetzt mal sehen kann hier. Ja, das Zitat hier aus Reform hatten wir ja gerade gelesen. Es geht um ein Zitat, das Hermann Göring auf dem Nürnberger Prozess gesagt haben soll. Ich sage gesagt haben soll, weil sicher können wir das ja nie sagen, wir sind ja nicht bei gewesen. Ich finde das jetzt mit den Stichworten hier nicht, mit Nürnberg oder mit Göring. Das ist zwar sehr schade, aber mal eben ein bisschen weiter runter scrollen und dann muss man das hier irgendwo mal sehen. Ich weiß, dass ich es habe. Hier ist er im Nürnberg 3. Ja, genau, hier ist das. Ich habe sogar in Deutsch übersetzt. Also das Zitat habe ich eigentlich erst in Englisch gefunden. Göring in den Nürnberger Prozessen. Und Göring, der, wie der Autor hier sagt, der Zweite war der groteske, eitle und fette, die ungewöhnlichsten Fantasieuniformen tragende Vielfraß, Gemälderäuber und als Krönung morphiumsüchtige Göring. Können wir mal eben gucken, ob wir Göring hier als Foto finden. Mit GO vielleicht oder GÖ, ne? Weiß ich jetzt nicht. Go figure. Hermann habe ich ihn wahrscheinlich auch nicht drunter unter Hermann, oder? Meine Fresse, der Computer arbeitet wirklich langsam. Hermann Rauschnick, Hermann Busenbaum. Ja, das ist alles nicht Hermann Göring. Habe ich jetzt kein Bild von Hermann Göring dabei. Aber ihr wisst ja, wie der aussieht. Was hat er denn gesagt auf dem Nürnberger Prozess? Natürlich, das einfache Volk will keinen Krieg, weder in Russland, England, Amerika oder in Deutschland. Aber schließlich sind es die Führer eines Landes, die die Politik bestimmen, und es ist immer leicht, das Volk zum Mitmachen zu bringen. Ob es sich nun um eine Demokratie, eine faschistische Diktatur, um ein Parlament oder eine kommunistische Diktatur handelt. Das ist ganz einfach. Man braucht nichts zu tun, als dem Volk zu sagen, es würde angegriffen und den Pazifisten ihren Mangel an Patriotismus vorzuwerfen und zu behaupten, sie brächten das Land in Gefahr. Diese Methode funktioniert in jedem Land. Das hat Hermann Göring anscheinend auf dem,
Nürnberger Prozessen gesagt. Wie gesagt, ich war da nicht bei. Es ist halt so überliefert. Und man kann sich natürlich dann seine Gedanken machen, wenn man so etwas liest von, was ist denn passiert nach dem 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten von Amerika? Und kann das so eigentlich ganz gut in Zusammenhang bringen. Die anderen maßgeblichen Parteipersönlichkeiten bargen dieselbe Ähnlichkeit. Und bei den Nürnberger Prozessen war die für die Journalisten überraschendste Meldung, dass diese nationalsozialistischen Helden, abgesehen von ihren persönlichen Macken, weder intellektuell noch charakterlich glänzten und sie mehr oder weniger unscheinbar waren. Der einzige, nicht seines moralischen Wertes, sondern seines Scharfsinns wegen, über jener rohen Horde stehenden, war der Kämmerer seiner Heiligkeit, Franz von Papen, der Mann für alles, der freilich freigesprochen werden musste. Kommt der Führer als merkwürdige Marionette daher? War da der, dem er sich nachempfand, konsequenter? Rufen wir uns die lächerlichen Auftritte jenes karnevalsreifen Cäsaren zurück, der seine großen schwarzen Augen unter jenem seltsamen Vorhangquasten geschmückten Hunde funkeln lassen wollte, und jene für die Propaganda gemachten Fotografien von seinen Füßen und die alleinig seine gen Himmel weisenden Kinnladen zeigen, den Wundermann als unverrückbaren Felsen, Darstellung eines Willens, der keine Hindernisse kannte. Was für ein Wille! Aus den Vertraulichkeiten einiger seiner Gefährten bekommen wir das Bild eines stetig Unentschlossenen, dieser furchterregende Mann, für den es hieß, mit Urgewalt in alles eindringen, um Kardinal Ratis des späteren Pius des XI. Begriffe zu verwenden, hat den ihm vom Jesuitenkardinal und Staatssekretär Gaspari im Namen des Vatikans gemachten Annäherungsversuchen nicht widerstanden. Nach nur wenigen geheimen Treffen war der Revolutionär dazu überredet, unter des Heiligen Vaters Flagge mit Sack und Pack anzuheuern und die uns derart gut bekannte glänzende Karriere einzuschlagen. Und so konnte der ebenfalls gut bekannte frühere Minister Carlo Sforza schreiben: Zitat: Eines Tages, wenn die Zeit den Groll und Hass abgeschwächt haben wird, wird man, so hoffen wir, erkennen, dass die Orgie der grausamen Brutalitäten, die Italien 20 Jahre lang in ein Gefängnis verwandelte, und der Trümmerschutt des Zweiten Weltkrieges ihren Ursprung in einem nahezu einzigartigen historischen Falle genommen hatten, dem völligen Missverhältnis zwischen der künstlich geschaffenen Legende um einen Namen und den wahren Eigenschaften der dieser Namen tragenden armseligen Kreatur, eines Mannes, dem Kultur kein Hindernis war. Diese perfekte Formel ist anwendbar auf Hitler und Mussolini gleichermaßen. Gleiches Missverhältnis zwischen Legende und Eigenschaften, gleiche Kulturlosigkeit in jenen beiden mittelmäßigen Abenteurern mit nahezu identischen Vergangenheiten. Erklären lassen sich ihre Blitzkarrieren letztlich nur durch ihre Gabe der sie ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit rückenden Massenagitation. Und man weiß, dass diese Erscheinung des Führers auf den deutschen Leinwänden aus heutiger Sicht nichts weiter als ein großes Lachen hervorruft, denn zweifelt man an der künstlich geschaffenen Legende umso weniger. War aber nicht gerade die Minderwertigkeit dieser Männer der Vorsehung der Grund, weshalb man sich dafür entschied, eben diese beiden an die Macht zu hieven? Wir sprechen hier also ständig über Hitler und Mussolini. Da können wir auch mal ein Bild nehmen, wo die beide zusammen drauf sind, ne? Und übrigens, wenn ihr sagt von, ja, ach, das waren dann aber halt Schauspieler, das waren, die Leute waren ja gar nicht so intelligent und so das und das, wie sie alle sagen. Wie kann das denn, dass die solche Reden gehalten haben, dass die so charismatisch überkamen auf der Kamera und auf Versammlungen und alles drum und dran? Ganz einfach. Solche Leute sind Dämonen besessen. Genauso wie viele Schauspieler und Musiker und andere Leute auf der Welt das sind und erst durch die Dämonenbesessenheit Dinge regeln können, die sie normal nicht regeln können. Aber dann nimmt jemand über, der sie selbst nicht sind und gibt ihnen die Möglichkeit, Dinge zu tun, die sie von sich aus selbst nicht tun könnten. Das ist einfach nur eine leere Hülle. Dieser Mussolini, der da auf der einen Seite steht und Hitler, der auf der anderen Seite steht hier in diesem Foto, das ist einfach nur eine menschliche Hülle.
Aber in diese menschliche Hülle kann man einen Dämon einsetzen und der kann dann tun, was Satan will. Schließlich gehorchen sie der römisch-katholischen Hierarchie. Schließlich sind sie alle beide römische Katholiken. Gibt's ja wohl keinen Zweifel mehr, nachdem ich das Zitat am Anfang aus Reform von diesem Video vorgelesen habe darüber. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, aber gegen Kräfte der Finsternis, gegen Dämonen. So steht es in der Bibel bereits darin. Und diese Dämonen besessen solche Leute und die tun sich dann vor als die Schauspieler, die sie sind. Die selbst sind nur eine leere Hülle. Hitler war gar nicht intelligent genug, um noch einen Teil seiner Reden überhaupt nicht nur vorzubringen, lass stehen sie zu verstehen. Ja? Und Mussolini schon mal gar nicht. Und selbst Goebbels nicht. Aber wenn diese Leute Dämonen besessen sind, dann können sie viel erreichen. Und das ist es. Und das sagt die Bibel uns. Und das müssen wir endlich mal begreifen. Wir müssen verstehen, dass es nicht die Personen sind. Warum glaubt ihr, hat Jesus gesagt, liebt eure Feinde. Betet für die, die euch Schlechtes tun. Betet für die, die euch verfolgen. Warum? Der Mensch, der kann da nichts für. Der ist dämonbesessen. Der hat sich dem geöffnet. Manche Leute öffnen sich dem Heiligen Geist und manche Leute öffnen sich halt dem dämonischen Geist. Wenn ihr glaubt, es gibt keine Menschen, die sich dem Heiligen Geist geöffnet haben, ja, dann glaubt ihr ja nicht an Vorsehung. Dann glaubt ihr ja nicht an die Propheten in der Bibel, die vom Heiligen Geist eingegeben, die inspirierte Schrift zusammengestellt haben, die 66 Bücher der Bibel. Das waren von Gott inspirierte Menschen. Und wenn Gott Menschen inspirieren kann, dann kann der Teufel das ganz genauso. Das ist ja nun mal gar keine große Frage. Da muss man sich doch mal gar nicht groß Gedanken drüber machen. Man muss sich halt nur davon bewusst sein. Und man muss es zugeben. Und ehrlich, Leute, ich mag die Merkel nicht. Aber die ist auch nur eine Besessene. Die arbeitet auch nur für den Vatikan. Die küsst dem Papst den Ring in Ergebenheit. Also, tut mir ja fast leid, dass ich hier jetzt echt mal ein paar Minuten eben abweichen musste. Wir sind schon über eine Stunde. Ich wollte das eigentlich gerne zu Ende gelesen haben, weil sind ja auch gleich zu Ende hier, haben diesen Abschnitt gleich durchgelesen. Aber das musste ich wirklich mal eben loswerden. Ich meine, das ist der Autor hier bringt es nicht so deutlich. Wir müssen halt zwischen den Zeilen lesen. Wir müssen verstehen, dass diese, wie er es nennt, Männer der Vorsehung, dass das im Grunde nur, dass das keine echten Staatsmänner waren, keine echten Chefs waren, dass das nur Leute waren, eine menschliche Hülle, die ich dann von innen ausfüllen kann mit dem, was ich will. Der Teufel hat die sich rausgesucht, sie haben sich dem Teufel ergeben und deswegen tun sie das, was er sagt. Wo waren wir denn stehen geblieben? Nur weil deren Intellekt, na, da können wir hier nochmal anfangen. Es gab in Italien und Deutschland einige echte Staatsmänner, echte Chefs, die unter Verzicht auf dieses wahnsinnige, mythische, also gefühlsbetonte Streben nach unmittelbarer Verbindung mit übersinnlichen Mächten, na, hier steht es ja nochmal, die Fähigkeit, das Ruder zu übernehmen, durchaus gehabt hätten. Nur war deren Intellekt zu aufgeweckt und zu unfügsam. Zu unfügsam! Das heißt, die lassen sich nicht von solchen Geistern besessen. Die haben ihren starken eigenen Geist. Der Vatikan und insbesondere der schwarze Papst von Ledokowski konnte dies, der feurigen Formel entsprechend, nicht als Stab in seiner Hand halten und um jeden Preis bis zum Eintreten der Katastrophe seinen Zielen dienen lassen. Wie der Revolutionär Mussolini von den Abgesandten des Heiligen Stuhls gleichsam einem Handschuh vollends umgekrempelt wurde, haben wir gesehen. Als genauso formbar sollte sich der eiserne Hitler erweisen. Ledokowskis Plan bestand ursprünglich darin, eine Föderation katholischer Nationen im Mittel- und Osteuropa zu schaffen, in der Bayern und Österreich, regiert vom Jesuiten Seipel, die Vorrangstellung haben würde. Bayern galt es, von der deutschen Weimarer Republik zu separieren,
Und wie durch Zufall war der österreichstämmige Agitator Hitler damals bayerischer Separatist. Die Chance aber, diese Föderation zu verwirklichen und einen Habsburger an ihre Spitze zu setzen, wurde immer geringer, während sich der von München nach Berlin gezogene Nuntius Monsignore Pacelli infolge der kläglichen Unterstützung, die ihr die Alliierten gewährten, der Schwäche der Deutschen Republik immer bewusster wurde. Und so wurde im Vatikan die Hoffnung geboren, sich Deutschlands in seiner Gänze zu bemächtigen und der Plan entsprechend geändert. Was verhindert werden musste, kommt ein Zitat, war die Vorherrschaft des protestantischen Preußens. Und da es das Reich war, das Europa beherrschen sollte, um den Föderalismus der Deutschen abzuwenden, galt es, ein neues Reich zu schaffen, in dem die Katholiken das Sagen hätten. Ende Zitat. Die Katholiken aus Österreich und Bayern. Hitler war ein Österreicher und mit dem Bierputsch in Bayern ist er schon mal an die Macht gekommen. Bayern, das erzkatholischste Bundesland, das wir überhaupt in Deutschland jemals hatten und heute immer noch haben. Und mit dem Anschluss hat man dafür gesorgt, dass eben diese Achse katholisch wurde und das preußische, das protestantische Preußen eben seine Macht verloren hatte. Das Zitat von gerade eben heißt, was verhindert werden musste, war die Vorherrschaft des protestantischen Preußens. Das war das Deutsche Reich, das war Bismarck, das war, was Bismarck geschaffen hatte und was man im Ersten Weltkrieg versucht hatte zu zerstören, wovon dann der, wie heißt er wieder, Generalmarschall Foch, der Chef der Alliierten im Ersten Weltkrieg 1919 in Versailles gesagt hatte, dass es einen 20-jährigen Waffenstillstand gibt, keinen Friedensvertrag. Und dann hat man dafür gesorgt, dass man eben Bayern und Österreich an die Macht geholfen hat. Was verhindert werden musste, war die Vorherrschaft des protestantischen Preußens. Preußen muss vernichtet werden. Schaut euch den Kanal von Conrebi an, der spricht öfter über Preußen, der hat da viel mehr Kenntnis von als ich. Aber der wird euch bestätigen, dass es einen Krieg gegen die Preußen und die Friesen, die Norddeutschen, die Protestanten gibt. Ob er das jetzt mit seiner säkularen Sicht auch wirklich einsehen kann oder nicht, weiß ich nicht. Der Conrebi ist ja kein bibelgläubiger Christ, aber nichtsdestotrotz wird er euch das bestätigen. Ja? Preußen, das protestantische Preußen, die Vorherrschaft musste gebrochen werden. Und da Deutschland das Reich war, das Europa beherrschen sollte, um den Föderalismus der Deutschen abzuwenden, galt es, ein neues Reich zu schaffen, in dem die Katholiken aus Österreich und Bayern das Sagen hatten. Können wir nachlesen im Mercure de France, Pius XI. Und Hitler vom 15. Januar 1934. Das war ausreichend. Samt seinen Braunhemden völlig aufräumend, wurde der bis dahin bayerische Separatist Hitler über Nacht zum motivierten Verfechter des Großreichs. Und hier beende ich meine Lesung. Nächstes Mal lesen wir Abschnitt 5. Also im Abschnitt 5 der Teufelskreis Kapitel 6, die Todeslager und der antisemitische Kreuzzug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Lesung war ein bisschen länger als geplant. Nichtsdestotrotz immer noch in akzeptabler Länge. Aber ein unglaublich wichtiges Kapitel. Die Gestapo und die Jesuiten in Deutschland. Und über den Onkel von Himmler habt ihr wahrscheinlich noch nie vorher gehört. Da sind so einige Dinge, die ihr vielleicht noch nie gehört habt von dem, was ich heute erzählt habe in dieser Lesung. Dann kann ich nur appellieren, macht eure eigenen Untersuchungen. Lest solche Bücher wie die ich hier lese, oder andere. Behind the Dictators. Vieles, was ich für heute gelesen habe, habe ich auch schon bestätigt bekommen in Behind the Dictators von Leo Herbert Lehman. Das Buch habe ich ja auch auf meinem Kanal gelesen. Wenn ihr Englisch könnt, schaut euch die Lesung an. Hitlers Kampf gegen die Kirche und andere interessante Dinge waren darin vermeldet worden. Schaut's euch an. Bildet euch, nicht durch die Bildzeitung zu lesen, sondern durch die Bibel zu lesen
und durch Geschichtsbücher zu lesen, in denen wie hier die verborgene Geschichte der Jesuiten die Geschichte erklärt wird, die einem eben nicht in der Schule, die einem nicht öffentlich zugänglich in jeder Bibliothek gemacht wird und die einem nicht in Universitäten und Geschichtslehrgängen gelehrt wird. Bildet euch, denn wenn ihr die Vergangenheit versteht, dann könnt ihr erst die Gegenwart begreifen und Vorhersagen für die Zukunft treffen. In der Bibel steht geschrieben, wie alles zu Ende geht. Lest es, studiert es, nehmt es an. Das Wort Gottes ist die einzige Wahrheit. Lesungen wie diese, wie dieses Buch und andere, können uns nur probieren zu helfen, die Wahrheit, das Wort Gottes, noch besser zu verstehen. Und wenn wir die Prophezeiungen der Bibel spiegeln an geschichtliche Tatsachen und sehen, dass diese Prophezeiungen in der Bibel erst geschrieben wurden und dann sehen, wie sie sich in der Vergangenheit, heute 2017 zurückblickend, tatsächlich erfüllt haben, dann kann man doch am Wort Gottes nicht mehr zweifeln. Ich jedenfalls nicht. Und ich hoffe, ihr auch nicht. Aber bitte, macht eure eigenen Untersuchungen. Nehmt das, was ich euch hier erzähle, als Hilfe, als richtungweisend, als Tipp, um zu sagen, gut, danke Jörg, in die oder in die oder in die Richtung will ich jetzt das mal studieren und werde ich mir das selbst angucken. Weil ich kann hier so viel erzählen, bis ich grau werde. Die Wahrheit, die ihr für euch selber rausfindet, ist die Wahrheit, die euch wirklich frei macht. Und die einzige Wahrheit, die euch frei macht, das ist die Wahrheit der Bibel. Das ist das Wort, wie Jesus Christus gesagt hat. Ich bin der Weg, das Leben und die Wahrheit. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und damit möchte ich diese Lesung heute am Sabbat, am Freitagabend um 10:30 abschließen. Und bis zum nächsten Mal möchte ich euch wünschen, dass Gott euch behütet, beschützt und segnet auf all euren Wegen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, bei der nächsten Buchlesung von Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris wieder. Bis dahin. Jörg von Joggle 66 Stunden der Wahrheit meldet sich ab und sagt Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government. That cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of the Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout all these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both. Because you can see that even the Pope and his own individual office, he meet those requirements.
He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope. He said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, that was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.